Im Falle des toten 42-jährigen Familienvaters aus dem Burgenland nach einer Schlägerei ist jetzt ein zweiter Verdächtiger festgenommen worden. Und der lang erwartete Entwurf des Energieeffizienzgesetzes ist da. Mit dem Gesetz wolle man den Energieverbrauch bis 2030 um rund ein Fünftel senken. Das und mehr sind jetzt die Themen bei den Kronen-News. Einen schönen guten Abend. Nach dem Tod eines 42-jährigen Familienvaters am Wochenende im burgenländischen Schattendorf nach einer Schlägerei ist jetzt ein zweiter Verdächtiger verhaftet worden. Der 16-Jährige soll bereits Anfang Juli in eine Messerstecherei in der Mattersburger Innenstadt verwickelt gewesen sein. Bereits kurz nach der Prügelattacke in der Disco in Schattendorf ist der Verdächtige immer wieder von Gästen der Horrornacht erwähnt worden. Jetzt werden weitere Hinweise auf die erschütternde Gewalttat erwartet. Wie Besucher angaben, war zuvor ein 18-jähriger Syrer auf den Familienvater losgegangen. Die Ermittlungen konzentrierten sich von Anfang an nur auf den Syrer, der als Hauptverdächtiger gilt. Der mutmaßliche Täter zeigte sich bisher aber nicht geständig. Für den 42-jährigen Familienvater, da gab es keine Rettung mehr. Bald darauf kam auch die schockierende Diagnose, er ist hirntot. Am Mittwoch wurde die Lebenserhaltung im Beisein der Angehörigen dann abgeschaltet. Die Trauerfeier, die soll noch in diesem Jahr stattfinden. Kurz vor Ende des durchaus turbulenten Jahres 2022 hat die Regierung zwei weitere Maßnahmen gegen die Energiekrise angekündigt. So soll der Energiekostenzuschuss für energieintensive Unternehmen verlängert werden und der Entwurf für das Energieeffizienzgesetz ist jetzt endlich da und geht in Begutachtung. Mit dem Gesetz wolle man den Energieverbrauch bis 2030 um rund ein Fünftel senken, so Energieministerin Leonore Gewessler. Die Sparmaßnahmen von Unternehmen und Haushalten sollen jährlich mit 190 Millionen Euro gefördert werden. Wegen der gestiegenen Energiepreise hat die Regierung beschlossen, den Energiekostenzuschuss für energieintensive Unternehmen zu verlängern und zu erweitern. Pro Unternehmen können zwischen 3.000 und 150 Millionen Euro ausbezahlt werden. Das haben Energieministerin Gewessler und Wirtschaftsminister Kocher am Donnerstag erklärt. Viele Menschen in Österreich, viele Unternehmen in Österreich leiden unter dieser Situation. Viele müssen sehr genau aufs Geld schauen, müssen sich einiges absparen. Und wir wollen Ihnen als Bundesregierung zur Seite stehen, unterstützen. Wir haben das in der Vergangenheit getan und wir tun das auch weiter. Und wir haben uns daher dafür entschieden, dass wir zuerst den Energiekostenzuschuss 1, wo die Förderperiode bis Ende September gelaufen ist und wo jetzt die Auszahlungen erfolgen der Anträge, dass diese Förderung des Energiekostenzuschusses 1 bis Ende des Jahres 2022 verlängert wird und dass wir für das gesamte Jahr 2023 einen Energiekostenzuschuss 2 auflegen, der auf Basis des dann erweiterten Beihilferahmens der Europäischen Kommission, der Europäischen Union, etwas weitgehender Förderungen zulässt. Der Förderanteil in den niedrigeren der 5 Förderstufen soll erhöht werden. Auch wird im Gegensatz zu den höheren Stufen kein Nachweis der Mindestenergieeffizienz notwendig sein. Es wird auch Einschränkungen in Bezug auf Gewinne, Bonuszahlungen und Dividenden der Unternehmen geben. Außerdem wird eine Beschäftigungsgarantie bis 2024 verlangt. Es geht natürlich darum, dass diese Förderung dazu dient, dass Unternehmen, die in Schwierigkeiten sind, unterstützt werden und nicht, dass sie genutzt werden, um die Preise nach oben zu bringen. Da werden wir ein sehr genaues Auge drauf werfen. Insgesamt soll sich das Budget für die Maßnahmen im mittleren bis hohen einstelligen Milliardenbereich bewegen. Man sei sich aber bewusst, dass Staatshilfen nur Symptombekämpfung seien. Deswegen schicke man nun auch das lange angekündigte Energieeffizienzgesetz in Begutachtung. Wir wollen bis 2030 ein Fünftel unseres Energieverbrauchs einsparen. Wir unterstützen mit 190 Millionen Euro jährlich für Haushalte genauso wie für Betriebe. Und als Bund gehen wir voran, indem wir unsere Gebäude rasch und konsequent sanieren und so Energie sparen. Weil eines hat uns dieses Jahr mit Sicherheit gezeigt, Energie ist endlich und sie kann sehr teuer sein.
Unternehmen ab 250 Beschäftigten sollen verpflichtet werden, alle 4 Jahre ein sogenanntes Energieaudit durchzuführen oder ein Energiemanagementsystem einzurichten. Energielieferanten müssen Beratungsstellen für Haushalte einrichten oder unabhängige Dritte damit beauftragen. Auch bei zentralen Wärme- und Kältenetzen wie der Fernwärme sollen künftig individuelle Verbrauchszähler installiert werden müssen. Auch die Kindergärten kämpfen mit den gestiegenen Energiekosten. Hinzu kommt der akute Personalmangel und die Integrationsherausforderungen der geflüchteten Kinder. Bezüglich der Energiekosten verspricht die Stadt Wien jetzt aber Abhilfe. So kommt ein Energiekostenzuschuss für Kindergärten. In der heutigen Pressekonferenz wurde auch die neue Chefin der Wiener Kindergärten präsentiert. Karin Bruckal übernimmt ab sofort die Leitung. Ihre Vorgängerin wurde abgesetzt. Die Wiener Kindergärten, also die Magistratsabteilung 10, haben eine neue Chefin. Karin Bruckal übernimmt ab sofort Verantwortung für rund 8.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Am Donnerstag absolvierte sie gemeinsam mit dem zuständigen Stadtrat Christoph Wiederkehr einen ersten Medienauftritt. Der Kindergarten ist die erste und für mich auch wichtigste Bildungseinrichtung. Sie ist die erste Sprosse auf der Chancenleiter hin zu einem selbstbestimmten Leben. Und diese Beziehungsarbeit, die im Kindergarten passiert, ist von unglaublicher Bedeutung. Und deshalb ist es unser Ziel in der Stadt und in der Fortschrittskoalition, den Kindergarten weiter zu stärken. Und da freue ich mich jetzt, dass wir mit einer neuen Abteilungsleiterin, mit der Frau Magistra Karin Bruckal, eine sehr kompetente neue Abteilungsleiterin gefunden haben. Die neue Leiterin steht vor mannigfaltigen Herausforderungen, wie etwa dem Fachkräftemangel im elementarpädagogischen Bereich. In der MA10 arbeiten über 8.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tagtäglich und tun das, wofür sie sich entschieden haben, was ihr Beruf sein soll. Kinder bestmöglichst betreuen und bestmöglichst fördern. Und ich bin zuversichtlich, dass ich gemeinsam mit diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die schwierigen Herausforderungen, die kann man nicht schönreden und sie werden wahrscheinlich noch größer werden in den nächsten Jahren, dass ich die gemeinsam mit diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern meistern werde. Wiederkehr hatte die MA10 neu besetzt, da er mit dem Krisenmanagement bei Missbrauchsvorwürfen in einem Kindergarten in Penzing nicht zufrieden war. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Säulen in so einem, bei solchen Verdachtsfällen, bei solchen Vorwürfen, dass man nichts verbirgt, dass man alles offen und ehrlich kommuniziert. Es ist niemandem geholfen, etwas nicht auszusprechen. Am Donnerstag wurden auch weitere Unterstützungsmaßnahmen im elementarpädagogischen Bereich verkündet, wie etwa ein Energiebonus von 200 Euro pro Kindergartenplatz. Auch soll das Förderkontingent für Kinder mit besonderen Bedürfnissen in heilpädagogischen Gruppen ausgeweitet werden. Recht lang hat's nicht gedauert. Nach nur wenigen Monaten beendet der frühere Finanzminister und ÖVP-Wien-Chef Gernot Blümel seine Funktion als CEO des Hedgefonds Superfund. Begonnen hatte Blümel den Job erst heuer im März. Mit Jahresende ist es auf eigenen Wunsch aber schon wieder vorbei. Sein Vertrag wurde einvernehmlich gelöst. Arbeitslos ist der Ex-Politiker aber freilich nicht. Ab Jänner 2023 soll Blümel als Berater für die Fintech-Unternehmensgruppe tätig sein und mit April 2023 soll er in die Unternehmensgruppe des Gesundheits-IT-Unternehmers Frank Gotthardt wechseln. Gotthardt ist Gründer und Verwaltungsratsvorsitzender des deutschen Medizinsoftwareunternehmens Gompo Group Medical. In einem Monat wird in Niederösterreich gewählt. Es ist eine bedeutende Wahl, nicht zuletzt für die ÖVP, die ihre absolute Mehrheit verlieren dürfte. Aber was kann in den 4 Wochen noch alles passieren? Unter anderem diese Frage hat Niederösterreich-Politikkenner und Journalist Oswald Hicker im Live-Talk mit Jana Pasching beantwortet. Momentan werden Geschichten relativ hoch gebauscht und es gibt immer einen Schuldigen und das ist die Landeshauptfrau von Niederösterreich. Also momentan lautet das Match, alle
gegen eine. Und das, glaube ich, gibt dem Herrn Ebner als alten Politprofi nur ein bisschen einen Vorgeschmack auf das, was nach Weihnachten dann im Wahlkampf noch kommen wird. Die ÖVP hat Anfang November ein Fairness-Abkommen für den Wahlkampf vorgeschlagen. Die Eckpunkte sind kein Dirty Campaigning, kein Vandalismus und keine Störaktionen. Nach und nach sind dann aber alle Parteien abgesprungen. Wieso macht da niemand mit? Naja, also es ist grundsätzlich einmal so, dass die Opposition natürlich bestrebt ist, mit sehr klaren Worten, sehr deftigen Wahlkampfthemen da aufzutreten. Und man hätte das vielleicht so ein bisschen auch als Maulkorb empfunden. Also was bleibt eigentlich über einer Opposition, außer wirklich einen angriffigen Wahlkampf zu machen? Und darum, glaube ich, hat man da gesagt, na gut, lassen wir uns nicht an die Kette legen. Aber was ist dann der Grund, wieso die ÖVP dieses Fairness-Abkommen überhaupt ins Leben gerufen hat? Weil irgendwie wirkt es ja auch scheinheilig, wenn eine Partei, die selbst auf Bundesebene viele Ermittlungen am Laufen hat, dann so etwas initiiert. Ist das dann reine Showpolitik? Naja, man muss schon ein bisschen differenzieren auch. Also Niederösterreich, da findet gerade ein Stellvertreterkrieg eigentlich statt. Also es ist jetzt die letzte Bastion, die letzte große Bastion der Volkspartei in Österreich. Und darum sind natürlich Mittel und Wege vorhanden, hier diese Bastion sturmreif zu schießen. Und darum hat man auch versucht, das zu verhindern, weil man muss schon trennen. Man muss die Politik in Niederösterreich von der Bundespolitik trennen. Und da gibt es natürlich ganz unterschiedliche handelnde Personen und auch unterschiedliche politische Themen. Und Sie haben vorhin eh schon gesagt, also es ist schon ein schmutziger Wahlkampf. Welche Anpatzversuche gab es denn hier? Können Sie uns da einen groben Überblick mal geben? Naja, es ist beiderseitig, muss man sagen. Es wird eben ein Stellvertreterkrieg geführt. Also wenn zum Beispiel irgendwo im Weinviertel ein Musikschuldirektor ein bisschen ungustel zu seinen Leuten ist, ist natürlich die Landeshauptfrau dran schuld. Überspitzt formuliert, wenn in Korneuburger Vorarlberg umfällt, war es wahrscheinlich auch die Landeshauptfrau. Auf der anderen Seite wird auch bei berechtigt der Kritik sofort, das ist eine rote Schmutzkübelkampagne, das ist eine grüne Schmutzkübelkampagne geschrien. Also das ist mittlerweile also so richtig tief verwurzelt und das ist ein Hass und man stellt sich wirklich die Frage, wie soll das am Tag nach der Wahl überhaupt weitergehen, weil es wird einen Tag nach der Wahl geben und bei den derzeitigen Atombomben, die da aufeinander abgeworfen werden, glaube ich, ist die Gesprächsbasis einigermaßen zerstört. Und Sie haben gerade das Wort auch Hass in den Mund genommen. Jetzt denkt man sich natürlich, Politik, vielleicht kann man das irgendwie dann auch vom Persönlichen trennen. Ist das in Niederösterreich wirklich, sind die Fronten wirklich so verhärtet, dass man von Hass sprechen muss? Ja, die Fronten sind extrem verhärtet und da geht es wie immer auch um persönliche Beleidigtheiten. Es geht auch um Eitelkeiten, muss man ganz offen sagen. Also wir haben auf der einen Seite den Herrn Landbauer, den FPÖ-Chef, der der Landeshauptfrau noch immer nachträgt, dass sie vor der letzten Wahl ihn mehr oder weniger kurz vor der Wahl in der Liederbuch-Affäre fallen gelassen hat und gesagt hat, keine Regierungsbeteiligung möglich mit dem Mann. Das nimmt er übel und der Sinn auf Rache, das ist ganz klar. Wir haben den Herrn Schnabel, der wirklich ein erfolgreicher Manager in der Privatwirtschaft war als SPÖ-Chef, der natürlich ein relativ großes Ego hat und dem gefällt es natürlich auch nicht, dass er die zweite Geige spielt. Und der wittert auch etwas. Der wittert erstmals in der Geschichte der Zweiten Republik die Möglichkeit, die ÖVP vom Landeshauptmannsessel zu stürzen und das würde er natürlich mit aller Macht nutzen und liegt in der Luft und da sind jetzt die Fronten so verhärtet, dass ich nicht glaube, dass da gedeihliche Zusammenarbeit geben kann. Der Niederösterreich-Wahlkampf, der ist ja auch ein sehr bedeutender für die ÖVP, steht viel auf dem Spiel und da wittern, Sie haben es jetzt auch gerade angesprochen, andere Parteien natürlich ihre Chance. In einem Monat wird jetzt gewählt. Was kann denn hier noch alles passieren? Ja, also es werden weitere Chats auftauchen, es werden diverse Geschichten gemacht werden. Man muss halt immer genau schauen, was ist an einer Geschichte dran, was sind Einzelleistungen oder Einzelverfehlungen, was ist wirklich ein systemisches Versagen, wo ist die Politik überhaupt beteiligt. Aber da, glaube ich, kommt noch sehr viel auf uns zu. Momentan ist ja schon ein Vorgeschmack dessen da, es wird ein bisschen eine Weihnachtsruhe geben, aber wir werden es relativ schnell wissen. Aber was sicher passieren wird, ist, dass das nicht dazu beitragen wird, was jetzt kommen wird, dass danach eine vernünftige Zusammenarbeit gibt. Und das, was ich gesagt habe, ich glaube tatsächlich, wenn sich's rechnerisch ausgeht, dann ist die Chance relativ hoch, dass sich die Oppositionsparteien mit Ausnahme der Grünen, wirklich zusammentun und Johanna Mikl-Leitner vom Landeshauptmannsessel oder vom Landeshauptfrau-Sessel verdrängen wollen. Sind wir gespannt, ob das dann auch wirklich so passiert. Der Name, unter dem die ÖVP in Niederösterreich antreten wird, der hat ja vor einigen Wochen auch schon für Gespräche
Wasserstoff gesorgt. Zuerst war statt ÖVP von Niederösterreich-Partei die Rede. Und jetzt dürfte der finale Name der ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner Volkspartei Niederösterreich, also nicht so kurz, aber zumindest vielleicht aussagekräftig sein. Wieso hat man sich dann jetzt doch noch anders umentschieden? Ja, das ist ein Trend. Also die Namenslisten kennen wir nicht nur aus der Tirolwahl jetzt zum Beispiel, sondern es ist ein personeller die Wahlkampf. Und die ÖVP setzt natürlich sehr stark auf die Persönlichkeit der Landeshauptfrau, die in sehr vielen Schichten in der Bevölkerung relativ gut ankommt. Natürlich muss man auch sagen, wenn es schief geht, ist das ein hohes Risiko, weil dann weiß man auch ganz genau, wer schuld ist. Dann war es natürlich nicht die Partei, sondern dann hat offenbar der Spitzenkandidat nicht so gezogen, wie man sich das erhofft hat. Ist ein bisschen unfair, weil es gibt einen Bundestrend, der momentan der ÖVP nicht gerade den Rücken stärkt, aber so ist es Leben. Also man kann gespannt sein und es wird vom Wahlergebnis abhängen, inwiefern auch innerparteilich da Diskussionen aufkommen werden. Aber so ein Name, der was dann quasi am Wahlzettel steht, ist ja eigentlich nur rein obligatorisch, oder? Ja, das ist der Listenname, aber es hat ein bisschen einen Hintergrund auch, weil in Niederösterreich zählt das Recht, nämlich Name vor Partei. Das heißt, wenn ich einem Kandidaten persönlich meine Stimme gebe, also ich kreuze Hausnummer Helga Krismer auf meinem Wahlzettel an und kreuze ÖVP aber an. Ja, also ich will die Helga Krismer stärken, aber will, dass die ÖVP den Landeshauptmannssessel behält. Dann ist das eine Stimme für die Grünen. Umgekehrt natürlich genauso, wenn ich Johanna Mikl-Leitner gut finde und sie wähle und aber die Grünen als Partei die Stimme gebe, dann ist das eine ÖVP-Stimme. Und so hat das natürlich auch ein bisschen einen realpolitischen Hintergrund. Der Name, den man vorher wählen wollte, jetzt nicht so passiert. Niederösterreich-Partei, der hat ja bei den anderen Parteien nicht gerade für Freude gesorgt, weil jeder dann gesagt hat, okay, wir sind auch Niederösterreich. Und damals hat sich eben der Landesgeschäftsführer der niederösterreichischen ÖVP, Bernhard Ebner, so verteidigt, dass er gesagt hat, wir waren nie ÖVP, weil es wurde dann eben gesprochen, okay, man möchte sich distanzieren von der ÖVP. Und er hat gemeint, das war eben noch nie so in Niederösterreich. Kann man das glauben? Nein, das ist eine Schutzbehauptung natürlich. Natürlich war die ÖVP in Niederösterreich immer bestimmend, auch in der ÖVP im Bund. Und ich möchte fast sagen, so bestimmend wie jetzt war sie schon lange nicht mehr, weil nachdem das System kurz implodiert ist, mussten plötzlich wirklich Dutzende neue Jobs besetzt werden innerhalb der Partei. Und da hat Niederösterreich natürlich das größte Reservoir. Und so viele Niederösterreicher wie jetzt haben in der Landespartei oder in der Bundespartei überhaupt noch nie das Sagen gehabt. Kommen wir zum Geld. Viel Geld fließt natürlich auch wieder in den Wahlkampf in Niederösterreich und die SPÖ, die hat hier von einer Halbierung der Wahlkampfkostenobergrenze gesprochen bzw. diese gefordert. In Zeiten von Teuerung sicher kein schlechter Ansatz, aber ist es dafür nicht schon zu spät jetzt? Naja, jetzt sind die Wahlkämpfe gebucht, aber man kann natürlich für den nächsten Wahlkampf vorbauen und da kann man auch politisch drüber diskutieren, aber jetzt ist es natürlich eine reine Showforderung zu sagen, ja, jetzt da darf man im Jänner dann doch nur die Hälfte der Plakate aufstellen oder sonst irgendwas, weil das würde auch die Kosten nicht mehr reduzieren, weil, wie gesagt, gebucht ist es ja schon und Penalzahlungen für keine Plakatflächen ist auch nicht gerade sinnvoll, ja, Sparmaßnahme. Welche Themen sind denn jetzt ganz allgemein im Wahlkampf in Niederösterreich wichtig und welche Partei kann hier punkten? Also momentan hat man ja den Anschein, es gibt gar keine Themen. Ja? Also es ist momentan alles eben eher so ein bisschen in die Richtung Filz, Parteien, Korruption, Vetternwirtschaft in Niederösterreich, aber so richtige Sachthemen, und da gibt es ja wirklich viele, die dringen nicht durch. Die Parteien haben diese Sachthemen, nur kommunizieren sie derzeit eigentlich nicht. Also es gibt ein unglaubliches Problem in der Pflege, wie Sie vorher auch schon angesprochen haben. Da wird dagegen gearbeitet und durchaus auch mit verschiedenen Ansätzen. Wir haben riesige Probleme in Niederösterreich, was die Kinderbetreuung betrifft. Also da ist eine Diskussion da, Ganztagesbetreuung gratis oder nicht. Und das sind in Wahrheit ja auch die Probleme, die die Leute persönlich betreffen. Ich glaube, dass diese übergeordnete Politdiskussion, also wer ist ein Verlott und wer ist ein netter Kerl, betrifft die Leute persönlich ja nur am Rande. Am Rande, die wollen wissen, wo gebe ich mein Kind am Nachmittag hin, dass ich arbeiten gehen kann als alleinerziehende Mutter. Ja? Wer pflegt mich einmal, wenn ich nicht mehr kann? Das sind die bestimmenden Themen. Und die kommen vor. Man kann nicht sagen, es gibt die Sachpolitik nicht, aber sie dringen überhaupt nicht mehr durch, weil es mit so einem Getöse überdeckt wird.
Erstmals seit Beginn des russischen Angriffskrieges vor 10 Monaten hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky das Land verlassen. Und zwar zu einem Besuch nach Washington. Dort hat ihm US-Präsident Joe Biden militärische Hilfe zugesagt. Bereits vor dem Besuch hatte die USA die Lieferung eines Patriot-Flugabwehrsystems bekannt gegeben. In einer emotionalen Rede vor dem Kongress hat der ukrainische Präsident um noch mehr Unterstützung geworben. Von Vertretern vom Senat und Repräsentantenhaus wurde er dort mit Standing Ovations empfangen. Im Osten der Ukraine toben in der Region Bachmut erbitterte und enorm verlustreiche Gefechte. Im Süden hält der russische Artilleriebeschuss der am 11. November befreiten Regionalhauptstadt Cherson an. Städte und Dörfer liegen in Trümmern, vielerorts ist die Stromversorgung zusammengebrochen. Doch die Menschen in der Ukraine trotzen den Versuchen Moskaus, sie zu zermürben und feiern trotzdem Weihnachten. Auf dem Sofiskia-Platz in Kiew wurde der alljährliche Christbaum aufgestellt. Manche Kiewer kritisieren den Plan der Stadtverwaltung, trotz des Krieges nicht auf einen Weihnachtsbaum verzichten zu wollen. Einen Baum zu illuminieren, während Menschen im Dunkeln sitzen, erschien manchen als unangemessen. Am Ende rang man sich zu einem Kompromiss durch. Der Baum ist deutlich kleiner als die Bäume in den Vorjahren, der Strom für das Licht kommt aus einem Generator, den Sprit dafür zahlen Privatleute. Er ist für die Menschen ein wichtiges Symbol dafür, dass das Leben trotz des Krieges weitergeht. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat seit Kriegsbeginn am 24. Februar sein Land nicht verlassen. Die erste Auslandsreise seit Russlands Einmarsch führt den ukrainischen Präsidenten Zelensky zum wichtigsten Verbündeten, in die USA nach Washington. Es ist nicht weniger als ein Heldenempfang im US-Kongress für das Oberhaupt eines anderen Landes. 2 Minuten und 19 Sekunden feiern Abgeordnete beider Parlamentskammern den ukrainischen Präsidenten am Mittwoch mit Applaus vor einer Rede, die Geschichte schreiben dürfte. Es geht um Widerstand, Freiheit und den militärischen Sieg über Russland. In den vergangenen 10 Monaten schafften die Streitkräfte es, die zuvor übermächtig erscheinende russische Armee nach ihrem Einmarsch zunächst bei Kiew und dann im Osten des Landes zurückzuschlagen. Ohne die Amerikaner aber, das betont Zelensky im Weißen Haus, neben Präsident Joe Biden wäre es unmöglich gewesen. Russland reagierte erbost auf den Besuch des ukrainischen Präsidenten in den USA und deren weiterer Militärhilfe. Waffen, Training und Geheimdienstinformationen stärkten Zelenskys Kämpfer auf allen Ebenen. Sie sind weiter angewiesen auf die US-Hilfe. Vor allem deshalb ist der ukrainische Präsident erstmals seit Kriegsbeginn ins Ausland geflogen. Schon lange sieht Kreml-Chef Wladimir Putin seine Invasion in der Ukraine auch als einen Krieg mit dem Westen und die Waffensysteme der NATO-Staaten. Putin hatte nur kurz vor Zelenskys Auftreten in Washington bei einer großen Sitzung im Verteidigungsministerium Mittwoch mit Nachdruck erklärt, dass er den Krieg um jeden Preis gewinnen will. Dazu soll die Armee besser ausgestattet und die Zahl der Soldaten erhöht werden. Dafür gäbe es keine finanziellen Grenzen, betonte er. Moskau und Kiew wollen kurz vor dem Jahreswechsel noch einmal Stärke zeigen und setzen dabei auf große Bühnen. Auf Frieden stehen die Zeichen in Washington und Moskau definitiv nicht, auch wenn Zelensky einen globalen Gipfel in Aussicht stellt. Er betont aber, es werde keine Kompromisse auf dem Weg zum Frieden geben, wie brutal die russischen Angriffe auch werden sollten. Wir werden Weihnachten feiern, schließt er seine Rede vor dem Kongress, auch wenn es keinen Strom gibt. Das Licht unseres Glaubens an uns selbst wird nicht erlöschen, so Zelensky. Die WM ist jetzt vorbei, allerdings hat sie bereits im Vorfeld ja für viel Gesprächsstoff gesorgt. Denn eines der größten Sportevents hat in einem Land stattgefunden, das von Menschenrechtsorganisationen wiederholt kritisiert wurde. Amnesty International hat die Ausbeutung von Arbeitsmigranten in Katar aufgezeigt. So sollen diese gezwungen worden sein, bis zur völligen Erschöpfung zu arbeiten. Die Gehälter sollen zum Teil nicht ausbezahlt worden sein. 7 der 8 Stadien wurden eigens für das Turnier für die Fußball-Weltmeisterschaft erbaut. Die meisten dieser Stadien haben ihre beste Zeit aber damit jetzt auch schon hinter sich. Denn sie sollen teilweise wieder abgebaut werden. In einigen wird nie wieder Fußball gespielt werden. Eines wird sogar komplett abgebaut. Es ist vorbei. Die Organisatoren der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2022 haben bereits mit dem Abbau der Mega-Veranstaltungen in Katar begonnen. Arbeiter bauen die Pavillons und Werbeträger des Turniers ab, die seit einigen Wochen für Aufmerksamkeit sorgten. Nach dem letzten Spiel im Stadion 974 wurde das Containerstadion wieder abgebaut. Die Arena wurde nach der Telefonvorwahl Katars benannt und besteht, wie gesagt, aus 974 Schiffscontainern. Es ist das erste vollständig demontierbare überdachte Fußballstadion der Welt. Während dem WM-Finale wurde es schon abgebaut und soll an einem anderen Ort der Welt wieder aufgebaut werden. Doch wo genau? Das ist noch unklar. In den letzten Wochen stand nicht nur der Fußball im Fokus. Immer wieder wurde von Skandalen in Katar berichtet. Verstorbene Gastarbeiter, fragwürdige Aussagen der Gastgeber, rätselhafte Tode von Journalisten,
die heruntergekühlten Stadien bei offenem Dach bis zu Ausschreitungen und Randale in den Heimatländern der Fußballmannschaften. Das WM-Finale am Sonntag zwischen Argentinien und Frankreich wurde von vielen Kommentatoren als eines der größten Spiele aller Zeiten bezeichnet. Ein märchenhaftes Ende für den 35-jährigen Messi, der behauptet hatte, dass dies seine letzte Weltmeisterschaft sein werde. Und ebenfalls ein Ende für die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Somit geht die wohl umstrittenste WM aller Zeiten zu Ende. Das entspannte Sitzen oder Arbeiten auf einem IKEA-Drehsessel, das könnte für manche jetzt zur Gefahr werden. Der schwedische Möbelkonzern ruft den sogenannten Otka-Drehsessel mit dem Datumstempel 2221 oder älter zurück. Der Grund, es bestehe die Gefahr, dass der sternförmige Fuß des Sessels brechen könnte. Stürze und Verletzungen, die sind da natürlich vorprogrammiert. Wenn Sie Ihren Sessel in ein IKEA-Einrichtungshaus zurückbringen, dann wird Ihnen auch der volle Kaufpreis rückerstattet. Also heute lieber genau schauen, wo Sie sich noch hinsetzen. Das Bestellen von Pommes bei McDonald's ist jetzt ein bisschen einfacher geworden. Zumindest, wenn man in der Nähe von Fort Worth in Texas wohnt. Der amerikanische Fastfood-Riese hat ein rein digitales Drive-Thru-Lokal eröffnet, mit geringer Stellfläche und keinen Sitzplätzen. Die neueste Innovation des Lokals ist aber, dass fast alles automatisch funktioniert. Es gibt keine Kellner und auch kein Personal an den Ausgabefenstern. Mit dem Schritt in die digitale Welt testet McDonald's auch eine neue Technologie, die es ermöglicht, die Ankunftszeit des Kunden über eine App zu verfolgen. Und dann erst mit der Zubereitung zu der Bestellung zu beginnen, wenn der Kunde sich in der Nähe des Restaurants befindet. Na dann, Mahlzeit. Als ob Fastfood nicht schon schnell genug wäre, wird in Fort Worth, Texas, die erste vollständig automatisierte McDonald's-Filiale in den USA eröffnet. Ganz ohne menschlichem Servicepersonal. Dem Trend der mangelnden Fachkräfte mit Technologie entgegentreten, warum nicht? Für den amerikanischen Kunden zählt letztlich, dass das Food fast ist. Ich habe gerade Mittagspause in der Schule, also bestelle ich hier, bezahle online, fahre vor, hole es und gehe. So kann ich zurück in die Stadt, bevor die Mittagspause vorbei ist. Ich bin für alles, was es schneller machen kann. Wenn man etwas automatisiert, um es schneller zu machen, um Zeit zu sparen, bin ich dafür. Die Zukunft liegt in dieser Art der Automatisierung. Aber nicht nur der Drive-Thru wird heute vom Gast inspiziert. Auch in der Filiale stellen Burgerfans das neue Konzept auf die Probe. Zwar werden für das Kochen und Zubereiten der Speisen immer noch Menschen benötigt, doch gibt die Technologie dem Restaurantteam die Möglichkeit, sich mehr auf die Schnelligkeit und Genauigkeit der Bestellungen zu konzentrieren, heißt es von Betriebsseite. Die Robotik gewinnt immer mehr an Aufmerksamkeit. Wenn es sich also zu Ihren Gunsten auswirkt, wäre das eine wirklich gute Sache für Sie. Während in einigen Medien Bedenken über die Auswirkungen auf die Aufgaben im Dienstleistungssektor und die Bedeutung der sozialen Interaktion geäußert werden, sind auch viele Konkurrenten wie Chipotle, Tim Hortons und Taco John's der Meinung, dass diese Art der Automatisierung die Zukunft ist. Auch am heutigen Abend, da regnet es vereinzelt in Ober- und Niederösterreich und stellenweise auch in Wien. Achtung, es könnte nämlich auch gefrierender Regen mit dabei sein. Ja, morgigen Freitag, da wird es sehr mild an der Alpen-Nordseite und im Osten, da gibt es zeitweise Regen. Im Süden bleibt es aber trocken und es gibt sogar größere Sonnenfenster. Die höchsten Temperaturen morgen zwischen 4 und 13 Grad. Ja, und am Samstag, am Heiligen Abend, da ist es ebenfalls sehr mild und abwechselnd sonnig und bewölkt. Auch ein paar Regenschauer, die sind möglich. Die weißen Weihnachten, die wird es für die meisten von uns nicht geben. Schneeschauer sind nur von 1500 bis 2000 Meter möglich. Die Temperaturen, die erreichen 4 bis 14 Grad. Das waren die Krone-News am heutigen Donnerstag, den 22. Dezember. Nur mehr zweimal schlafen, dann ist auch schon Weihnachten. Ja, und in der Zwischenzeit geht es bei uns hier weiter mit dem Sport. Und sehen Sie dann morgen wieder um die gewohnte Zeit. Bis dahin, machen Sie es gut.